Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dragon Age. So, uns fehlt auf dieser Karte ja immer noch der geheimnisse Schatz hier. Das heißt, wir werden jetzt einmal hier aufsitzen und uns jetzt den Schatz einmal holen oder versuchen uns ihn zu holen. Das heißt, wir reiten da jetzt einfach mal hin. Wir waren hier recht erfolgreich. Ja, okay, wir waren da recht erfolgreich, aber ich komme hier leider nicht rüber. Welche außenrum? Na, komm. Einmal hier und dann hier. Jawohl. Ja. Oh, 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 oh. Ne? Scheint aber weiter oben zu sein. Hundi, lass mich. Aua. Ich glaube, hier komme ich aber nicht richtig hoch, oder? Ich habe so eine Vermutung, dass das hinten irgendwo in den Bergen sein wird. Na komm, auch mit dir. Okay. Dann halt nicht hoch, dann laufen wir selbst hoch. Erkunde die Höhle. Aber wir haben doch hier eigentlich alle Höhlen, oder? Gibt es hier noch eine weitere Höhle jetzt? War das nicht die Höhle hier? Hier oben irgendwie? Nee. Hä? Die haben eine Höhle sichtbar gemacht. Das heißt, hier müsste eine neue Höhle auf sein? Irgendwie? Das Grab! Das Grab! Doch! Das könnte sein, dass das Grab jetzt auf ist, wo ich gesagt habe, ja, hier ist, das könnte das gewesen sein, oder? Genau. Ja, hier. Das ist die Höhle. In der es bitterdunkel ist. Na gut, dann. Hallo, Tiefenlauch. Okay. Da haben wir schon die erste Kiste. Ja. Kann ich noch nicht viel mit anfangen. Da haben wir noch eine Fackel. Oh, hier ist es wenigstens hell. Aber sehr, sehr eisig. Gut, gucken wir uns hier mal um. Rotkreuzuntergang. Okay. Mit einem leeren Runenfeld. Mhm. Und prismatische Großaxt. Was haben wir hier hinten noch? Traumweberstab. Macht ein 45er DPS. Schaden Feuer. Kein Griff, keine Stabklinge und keine Rune. Und Banner der freien Marschenkrone. Okay. Sonst haben wir hier aber nichts mehr, ne? Nee. Okay, dann gucken wir mal kurz. Ja, Waffen. Der kann ja nichts anderes außer Bianca nehmen und dann wäre es auch noch besser gewesen. Ah. Schade. Flammenopferschaden in Höhe von 50% des Waffenschadens zu verursachen. Oh. Sich eigentlich auch cool an. Und prismatische Großaxt kann doch eigentlich hier mal
Na, sie kann das noch nicht mal nehmen, weil das Stufe 12 ist. Oh, oh, oh. Ja. Einzigartige Großaxt. Resistenz gegen alles. Bei erzielten Treffer fügt zufällig einen Bonus-Elementarschaden hinzu. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hört sich doch alles nicht schlecht an. Und der hier wäre Stufe 8 gewesen. Beschränkung, nicht Warwick, nur Schurke. Oh, das ist so mies. Beschränkung, nicht Warwick. So, wir könnten ja hier nochmal kurz den Traumstab uns angucken. Traumweberstab. Ein DPS höher. Aber wir haben ja hier noch Solaris. Macht denselben DPS-Wert, aber ich glaube, der Traumweberstab. Konstitution wäre doch deutlich besser. Ganz ehrlich, du kriegst dann erstmal einen Feuerstab. Ist besser als nichts. Wir haben ja jetzt da schon einen Eisstab. Noch einen weiteren, na, wäre nicht so toll. So, wir hatten auch nochmal Gürtel gefunden. Das weiß ich noch, Gürtel der Heilung. Heilungsbonus 10%, nee, was haben wir hier? Nahkampfverteidigung und Trankgürtel. Zusätzliche Tränke. Das wäre, glaube ich, was für mich, ne? Wenn ich zusätzlich Tränke reinmache, oder was habe ich hier? Fernkampfverteidigung, ja komm, dann machen wir lieber einen Trankgürtel rein. Das klingt ein bisschen besser. Dann machen wir hier bei dir den... Du hast zufällig noch ein zusätzliches Sprengfeuer drin. Dann machen wir bei dir Nahkampfverteidigung rein, anstatt Sprengung. Und dann hat jetzt eigentlich auch jeder einen Gürtel, bis auf du. Und du kriegst jetzt die Fernkampfverteidigung. Dann sind wir jetzt auch endlich mal mit bei jedem Charakter so ein bisschen ausgerüstet. Wir hatten noch Helme. Das war ja ein Helm für einen Schurke. Hier, gucken wir mal. 22 gegen 17 plus Geschicklichkeit. Voraussetzung Stufe 9. Natürlich haben wir Voraussetzung Stufe 9 noch nicht. Aha. So, und hier war noch der Todeswurzel Vika. Das war, glaube ich, das, was... ja, Schaden plus 6. Das war schlechter als meins. Gibt mehr Klugheit drauf. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und ansonsten haben wir ja eigentlich keine weitere Rüstung so richtig. Waffen, na gut, Aufwertung. Wir können noch mal ein paar Siegel. Siegel der Nack könnten wir noch draufpacken irgendwo. Und Siegel der gardonischen Sturmreiters. Elektrizitätsschäden. Minus 50% auf alle anderen Schadensarten. Ja, kann ich eigentlich auch nicht so richtig verwenden, weil wir keinen Elektrizitätsstab oder Waffe oder ähnliches haben. Aber gut. Dann hat sich das jetzt hier erstmal alles erklärt. Oder geklärt. Wir haben hier jetzt eigentlich alles, soweit ich jetzt besten Gewissens sagen kann, gemacht. Das heißt, die Sturmküste ist abgeschlossen. Dann gehen wir jetzt zurück nach Haven. Dann werden wir auch nochmal ein bisschen jetzt Macht ausgeben. Denn unsere Macht muss sich ja steigern, deswegen müssen wir Macht ausgeben. Und den Inquisitionsboni, den müssen wir natürlich auch noch verteilen. Das wird auch nochmal sehr wichtig. Das heißt, wir rennen hier jetzt einmal kurz durch. Haben wir hier noch irgendwo was Interessantes? Ja, das ist ja das hier, Sonderlieferung, ja. Die Bedrohung bleibt bestehen. Obschon du ihnen Macht über das Nichts selbst gewährtest, obschon sie hin... Dann wollen wir mal gucken, wenn wir jetzt da hinten nochmal langlaufen. Halt, wir können ja eigentlich nochmal für... die Tränke nochmal zu dem Alchemisten gehen. Vielleicht. Ihr seid zurück. In einem Stück. Ja. Was muss ich tun, um einen Trank bei euch zu bestellen? Seht euch einfach um und sagt mir, was ihr braucht. Und falls ihr ein Rezept für etwas Besseres findet, kann ich auch das zusammenmischen. Stimmt, so war das, ja. Wir brauchten ja das Rezept. Das war ja nicht irgendwas anderes. Das heißt, wir gönnen uns jetzt hier Regenerationstränke. Wieder voll. Die haben bis jetzt eigentlich immer gut geholfen. Aber das, was wir auch noch nicht so häufig gemacht hatten,
war hier hinten, gab es ja jemanden, der uns Inquisitionsboni oder irgendwas vergeben hat, wenn wir als es noch keinen Himmel gab, oh Erbauer, was erforschen. Das war ja hier hinten. Genau. Forschung abgeben. Bogensehen entfernen. Könnten wir uns kurz unterhalten? Okay. Falls ihr etwas findet, bringt es her. Also nur die Bogensehen haben wir jetzt nur gekriegt. Okay, und dafür haben wir jetzt Erfahrungspunkte gekriegt. Mit ah, nee, wir haben noch ein bisschen mehr abgegeben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben ja alles abgegeben hier. Eieieiei, und ich hatte das alles verkauft. Jetzt können wir noch mal kurz gucken. Oh, 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 das müssen wir sehr häufiger machen. Ich glaube, das gibt uns die Erfahrungspunkte. Wir hatten ja hier vorne alles verkauft. Jetzt wollen wir mal gucken. Und Mutter Giselle. Ob wir uns das vielleicht auch wieder zurückkaufen können. Nee. Es ist für immer verschollen. Siehst du, hier ist jetzt auch nichts mehr drin. Das heißt, die ganzen Sachen... Nee, hier. Spinnensekret. Das brauchte ich nochmal. Da darf ich jetzt noch nicht so machen. Das machen wir hier aber erstmal. Schlangenklinge behalte ich nochmal. Den Räuberlangbogen, den machen wir weg. Den Hüterstab des Eisens. Des Eises. Den hauen wir jetzt mal weg. Den Löwenschild hauen wir weg. Das hauen wir auch weg. Das auch. Das auch. Ich hoffe, ich kriege irgendwann mal auch ein paar mehr Plätze hier. So, das kann weg. Das kann weg. Der kann weg. Und den behalten wir nochmal. Dann können wir hier die Gürtel wegmachen. Ring der Explosion des Schusses. Ja gut, alle haben eigentlich dasselbe. Und ein Gnadenwappen. Gegenstand Stufe 1 hergestellt. Diese besonderen Amulette werden von geachtet. Wenn ihr sie herstellt, könnt ihr unsere... ja gut, das haben wir ja verkackt. Das heißt, das kann ich jetzt verkaufen. Die Siegel brauchen wir ja selbst noch. Und ich weiß nicht, die Ressourcen, die wir jetzt hier haben... Ob die jetzt Platz wegnehmen oder nicht, das weiß ich halt nicht. Na, mal gucken. Wir könnten jetzt eigentlich auch nochmal in die Schmiede nochmal gehen. Vielleicht unseren Stab oder so nochmal ein bisschen Griffe und so weiter machen. Mal gucken. Müsste doch bestimmt was geben, oder? Weißt du, Ernstberg, von all diesen Lachen bist du wirklich der Beste. So, kaufen oder verkaufen? Haben wir hier noch irgendwelche Pläne? Nee. Das heißt, ich muss jetzt erstmal was herstellen. Jetzt muss ich erstmal selber gucken. So, Waffen. Ich habe hier nur eine leere Rune. Das heißt, ich könnte hier nur eine Rune reinsetzen. Okay. Hier haben wir schon Siegel des irgendwas drin. Ja, gut. Und die anderen Gegenstände nicht. Aber hier könnten wir wohl wahrscheinlich noch was machen. Ne? Nee, hier ist auch nur noch ein Runenplatz frei. Hier ist gar nichts frei. Na, Rüstung könnte sie eigentlich auch gebrauchen. Aber er hatte hier... Genau, hier. Griff und Stabklinge. Könnten wir versuchen zu machen. Also Griff und eine Stabklinge. Meisterhaftes Großschwert? Nee. Mache ich denn jetzt hier Griffe? Ach, Doppelklingengriff. Kann ich das auch ein bisschen... Ah, Hüterstab. Schülerstab. Dornenstangengriff. Gebogener Stangengriff. Okay. Machen wir den Griff mal. Und dann kritische Trefferchance. Bonus auf kritischen Schaden. Machen wir erstmal die Trefferchance rein. Und hier, was nehmen wir für Materialien? Stärke. Konstitution. Stärke. Stärke. Konstitution. Na, ich glaube, ich nehme da eher Konsti. Nehmen wir mal... Von Eisen habe ich so viel gesammelt, ey. Nehmen wir Konsti. Gegenstand herstellen. Präziser, beständiger Griff. Okay. So, und den können wir dann wenigstens einfügen. Hier. So, jetzt müssen wir erstmal schauen hier. Solar, da ist er.
So, Griff. Präziser, beständiger Griff. Gibt nochmal Konzi und kritische Treffer dazu. Änderung bestätigen. Soweit, so gut. So, dann konnten wir doch hier nochmal... Ah, nee. Hoppala. Gucken wir mal nochmal, ob wir hier nicht... hier konnten wir noch eine Rune reinsetzen. Keine Runenaufwertung verfügbar. Okay. Dann ein andermal. Dann haben wir hier nur noch eine Rüstungsrune, ne? Guck mal hier, hier können wir noch ein Siegel einführen, genau. Na gut, Elektrizitätsschäden, wir haben ja noch nichts mit Elektrizität. Dann machen wir hier Heilung am besten mal. Änderung bestätigen. Schön. So, schön. Ja, finde ich auch. Schön. So, aber jetzt machen wir hier mal auch wirklich weiter. Ein bisschen aufwerten muss ja auch sein. Das heißt, eigentlich müssten wir mal gucken, dass wir jetzt, glaube ich, in der Kampagne können wir ja hier jetzt auch weitermachen. Ich glaube, das ist die Kampagne. Da müssen wir ja nochmal mit jemandem reden hier oben. Warte, das kann ich mir doch eigentlich auch so einmal kurz aktivieren. Die Bedrohung bleibt bestehen. Okay. Reisen nach Valryu. Benötigte Macht 4. Okay. So, wir haben sogar Inquisitionsboni noch. Muss ich, der Reiter hat gelernt? Nee. Eröffnet neue Dialogoptionen in Bezug auf kriminelle Aktivitäten und gewährt 50% mehr EP für jeden freigeschalteten Codex-Eintrag. Das erwerben wir mal. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Kenntnis der Unterwelt. So, dann haben wir den Boni verteilt. Valryu. Wo ist denn Valryu? Nein, dann war das in Orlais. Valokas Söldnern herstellen. Valryu. Ah, die Kirche. An die Kirche wenden. Okay. Die Scherben untersuchen. Abgeschlossen. Da können wir auch schnell reisen. Hin. Aber da haben sie ja schon gesagt, wegen einem Bollwerk und so. Hier haben wir jetzt noch... Ada, ich habe gehört, ihr seid tot. Dann hieß es, ihr werdet in Gefangenschaft oder aus dem Nichts gefallen. Auf euren Kopf gelandet und hättet vergessen, wer ihr seid. Hört auf damit. Wir wurden immer noch nicht bezahlt. Einige aus unserem Kit haben es nach der Explosion aus diesem riesigen Misthaufen voller Dämonen rausgeschafft. Die anderen sind tot oder verschollen. Ich weiß nicht, wie viele von wütenden Menschen gefangen genommen wurden. Falls ihr also nicht tot seid und noch wisst, wer ihr seid, helft mir, unsere Brüder und Schwestern zu finden. Shorokar, PS, solltet ihr doch vergessen haben, wer ihr seid, werde ich euch daran erinnern. Euer Name lautet Adar. Ihr seid ein Washot. Ihr wurdet nicht dafür bezahlt, in die Luft gejagt zu werden. PPS, solltet ihr tot sein, schenkt dieser Nachricht keine weitere Beachtung. Na so. Okay. Viele Talwashot wurden nach der Konklave vermutlich gefangen oder eingesperrt. Unsere Spione könnten sie befreien. Wir könnten eine Patrouille entsenden und die verstreuten Talwashot-Söldner in der Wildnis finden. Die Adligen verwerfen vermutlich alle Kunari die Durchquerung ihres Landes. Wir könnten mit ihnen verhandeln. Na komm, Lelayala ist da ein wenig besser. Dann machen wir das schon mal wenigstens. Und da müssten wir jetzt eigentlich hin. Wir hatten jetzt hier aber sonst auch nichts mehr auf der Seite. Gucken wir nochmal in Ferelden, da könnten wir eigentlich nochmal... Ah, unsere Bemühungen waren erfolgreich. Ein Teil des Gewinns wird an euch weitergereicht. Nutzt es weise, Herold. Okay, Bericht annehmen.
dann können wir hier eigentlich wieder Gold beschaffen, oder? So, zack. Wir stehen euch zu Diensten. Das macht sie ja bis jetzt immer ganz gut. Sturmkiste, abgeschlossen, Geheimnisse. Ja, die Soldaten kriegen wir noch nicht hin, da sind die ein bisschen zu stark. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal nach Orlais und, ja, in die Val Ruyix an die Kirche wenden. Die verbleibenden Klerikerinnen der Kirche haben die Inquisition zu Ketzern erklärt. Jegliche Versuche, Verbündete für den Kampf gegen die Bresche zu gewinnen, sind gescheitert. Und wir können im Moment nicht einmal einen Fuß in die Hauptstadt setzen, ohne festgenommen oder von einer wütenden Menge angegriffen zu werden. Wir müssen die Kirche davon überzeugen, uns Zugang zur Stadt zu gewähren, damit wir ihnen beweisen können, dass der Herold Andraste nicht das Monster ist, für das ihn die Klerikerinnen halten. Okay. Ihr wollt euch selbst an die Klerikerinnen wenden? Das ist keine schlechte Idee. Das kann nicht euer Ernst sein. Mutter Giselle hat recht. Im Augenblick ist die einzige Stärke der Kirche ihre Geschlossenheit. Und die Gefahr für den Herold sollen wir ignorieren? Fragen wir ihn. Ich mache mir eher Sorgen, dass wir dadurch rein gar nichts erreichen. Das sehe ich ähnlich. Es untermauert nur die Auffassung, dass wir auf die Kirche hören sollten. Ich werde ihn begleiten. Mutter Giselle sagte, sie könnte uns einige Namen nennen. Benutzt sie. Aber wieso? Das ist doch nur... Haben wir eine andere Wahl, Liliana? Im Moment können wir niemanden bitten, uns mit der Bresche zu helfen. Nutzt unseren Einfluss, um die Klerikerin zu versammeln. Sobald sie bereit sind, stehen wir das gemeinsam durch. In Vallejo an die Kirche wenden. Die verbliebenen Klerikerinnen der Kirche haben die Inquisition zu Ketzern erklärt. Achso, das hatten wir ja eigentlich schon. Empfohlene Stufen 4 bis 7. Okay. Inquisitionsboni 0, ja, Machtkosten 4. Bestätigen. Das kriegen wir hin. Das Schwarze Emporium. Oh. Kann man halt alles nicht mehr lesen. Das ist viel zu schnell weggeblättert. Die Stadt trauert noch. Sie scheinen alle zu wissen, wer wir sind, Sucherin. Eure Beobachtungsgabe beeindruckt mich immer wieder, Varric. My Lord Herold. Ihr gehört zu Lilianas Leuten. Was habt ihr herausgefunden? Die Kirchenmütter erwarten euch, aber auch jede Menge Templer. Hier sind Templer? Die Leute scheinen zu glauben, die Templer beschützen sie vor der Inquisition. Sie sammeln sich auf der anderen Seite des Marktplatzes. Ich denke, dort wollen die Templer sich mit euch treffen. Dann haben wir wohl keine Wahl. Okay, dann haben wir wohl sie keine wollen Wahl. Die Leute beschützen? Vor uns? Denkt ihr, der Orden ist in den Schoß der Kirche zurückgekehrt, um uns klein zu halten? Ich kenne Lord Sucralucius. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er der Kirche zu Hilfe eilt. Nicht nach allem, was passiert ist. Kehrt nach Haven zurück. Jemand muss sie informieren, falls wir aufgehalten werden. Wie ihr wünscht, my lady. Okay. Und das Erste ist, wir können hier erstmal was lesen. Die Straßen ihres grübelnden Sinnes. Inschrift auf einer Tafel. Unsere Herren und die handelnden Personen ihres Aufstiegs und Untergangs, ihre Botschaft und ihr Antlitz sind eine Wiederholung wert. Okay. Oh, hier gibt es auch viele Inschriften. Mephrastes schlechtes Gewissen, darunter eingeritzt von einem Vandalen.
beim Zusammenstoß mit einem niederen Türrahmen. Okay. Ja, wenigstens haben sie Humor. Was haben wir hier? Masses Blutschuld, darunter eingeritzt von einem Vandalen. Und plötzlich ist sein Kopf zu schwer. Okay. Wir haben da vorne noch eine Inschrift. Noch drei weitere. Mafedes Bedauern, darunter eingeritzt von war einen Vandalen. Über seine unvorteilhafte Frisur. Wieso? Er hat eine Glatze. Passt doch. Was haben wir hier? Mafestes Reue, darunter eingeritzt von einem Vandalen und davon völlig unabhängiger Kopfschmerz. Okay. Auf der Straße ihres Grübelnsinns, die Straße ist inspirierend, aber kluge Reisende verweilen nicht lange auf ihr. Nicht nur, weil der Bazar sie erwartet, sondern weil das Gebiet vor den ungedrehten Statuen gefährlich ist. Örtliche Legenden behaupten, dass die Kit-Kaiserin Aime die Gelegenheit zur religiösen Ruhe dazu missbrauchte, sich vor den Augen unserer Herren zu erleichtern. Ihre Hofdamen waren außerstande, die kleine Herrscherin zu disziplinieren und bestraften stattdessen die Statuen, indem sie sie umdrehten ließen, als wären sie peinlich berührt, ob wahr oder nicht. Seitdem gilt es als Mutprobe, selbiges Flecken auf nächtliche Art zu beschmutzen. Und deshalb hängt über diesen Ort der Besinnige stets ein merkwürdiger Geruch. Auszug aus einer überflüssigen Führung durch die Hauptstadt von Filien einen Baden. Okay, gut. Aber bevor wir uns jetzt hier der Stadt weiter widmen, machen wir an dieser Stadt, nochmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.